Doc! Ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Keine Sorge, mir geht's gut. Die Werbetafel hat den Sturz abgefangen. Das ist die dümmste Konstruktion aller Zeiten. Bürger Brown? Okay, das ist Doc, aber was zum Teufel ist hier los? Hallo? Sie kann mich nicht hören. Hill Valleys Verbrechensrate niedrig wie nie. Kein Witz. Ich muss das nicht nochmal lesen. Ich hab's erlebt. Sie kann mich nicht hören. Ich muss aus dieser Todesfalle raus. Was zur Hölle? Hey, könntest du mir mal... Jennifer? Jennifer, ich brauche etwas Hilfe. Martin, du bist es. Ist das ein DeLorean? Ja, es ist ein DeLorean. Was sollte es sonst sein? Wie zur Hölle ist er in der Werbetafel gelandet? Vergiss das. Hilf mir einfach, in Ordnung. Und wer sollst du sein? Luke oder Bo? Das ist nicht witzig, Jennifer. Oh Mann, welcher ist heute? Was? Das sollte ich vielleicht dich fragen. Anscheinend hast du dir den Kopf gestoßen. Sag mir das Datum, Jennifer. Es ist der 15. Das Jahr. 1986. Oh. Oh Mann, das kann nicht wahr sein. Jennifer, du siehst anders aus. Darum geht's nun mal, wenn man sich nicht anpassen will. Das meinte ich nicht. Worauf willst du hinaus? Was hast du an, Jennifer? Du siehst... Genervt aus? Gut erkannt, Marty. Nein, wie ein Punk aus. Eine völlig fremde Welt für dich, du Idiot. Was hast du mit deinem Haar gemacht? Das ist Helter Skelter. Was? Das ist die gleiche Haarfarbe, die ich immer benutze. Was ist das für eine Einstellung? Ich werde mich nicht wieder darüber streiten. Wir haben schon darüber gestritten? Ich schätze, du hast den Streit gewonnen. Egal, ich muss aus dem Auto rauskommen. Gute Idee. Was machst du denn da unten? Nicht, dass du das je verstehen würdest, aber ich leiste meinen Beitrag zur Kunst in Hill Valley. Und wie nennt man es wohl, wenn jemand mit einem DeLorean durch eine Werbetafel springen wollte? Woher hast du überhaupt einen DeLorean? Ist er gestohlen? Ach, irgendwie schwer zu erklären. Schon klar. Kannst du mir runterhelfen? Warum springst du nicht? Ich brech mir den Hals. Und? Die Tür klemmt. Kannst du sie öffnen? Ich komme nicht ran. Und schon gar nicht klettere ich unter dem Auto herum. Es fällt mir sonst noch auf den Kopf. Kannst du mir irgendein Seil zuwerfen? Ah, ich habe nur dieses rostige Eisendings im Dreck gefunden. Ein Montiereisen?
Damit sollte es gehen. Wirf es her. Hey, langsam, Martin. Das ist mein Dingsbums. Was gibst du mir dafür? Kann ich bitte das Montiereisen haben? Das Montier wer? Das große Metallteil in deiner Hand. Ach, richtig. Wenn du mir einen guten Tausch anbietest. Na gut, lass mich mal kurz nachdenken. Überanstreng dich nur nicht, Nerdzilla. Jennifer! Das ist alles, was ich habe. Ist da irgendwas drin? Ach, hier. Bah, riecht nach Achselschweiß und Fusel. Irving Kit Tannen? Der Gangster? Wo hast du den Lange her? Geschichte. Kann ich jetzt das Montiereisen haben? Achtung! Danke. Oh, klasse. Was jetzt? Ups. Oh. Nun, eure Dummheit. Meine Pflichten gegenüber der Gesellschaft sind erfüllt. Viel Glück mit dem Auto. Du hast es dem großen Bruder echt gezeigt. Aber glaub nicht, dein Betteln um Aufmerksamkeit ändert was zwischen uns, klar? Ändert was nicht. Hör zu, Jennifer. Ich glaube, wir sollten uns über ein paar Dinge unterhalten. Kannst du mich in die Stadt mitnehmen? Na klar, Martin. Steig ein. Hey, Jennifer, warte! Ich sagte doch, es ist aus, McFly. Ich gehe nie wieder mit so einem Spießer aus. Meine Freundin hält mich für einen Spießer? Mann, kann es noch schlimmer werden. Könnte ich jetzt wirklich Ihre Hilfe gebrauchen? Ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Diese Mauer reicht doch nicht etwa um die ganze Stadt, oder? Test, Test. 1, 2, 3, 4, check. Wer spricht da? Lassen Sie die Finger von der Sprechanlage. Oh, können Sie mich reinlassen? Besucher müssen sich am Nordtor anmelden. Oh. Nordtor? Ich laufe doch nicht einmal rund um Hill Valley. Es muss einen anderen Weg geben. Super. Sehr diskret, Marty. Tod. 15. Mai 1986. Das Datum stimmt, aber... Das ist nicht gut. Atomreaktoren reparieren ist nicht wirklich meine Stärke. Vielleicht ist da noch Garantie drauf. Rein theoretisch müsste da noch echt lange Garantie drauf sein.
12 Volt. Moment, ist das die Autobatterie? Die wurde sicher 2015 mit dem Fusionsgenerator eingebaut. Hat immer noch eine Menge Saft. Die Batterie muss das Rad angetrieben haben. Die Batterie muss das Rad angetrieben haben. Ich sehe keine Möglichkeit, die Batterie direkt anzuschließen. Ich sehe keine Verbindung zwischen dem Rad und dem Wagen. Okay, gut. Das könnte nützlich sein. Denk nach, Marty, denk nach. Mal sehen. Rot am Minus, schwarz am Plus. Na super. Okay, Doc. Mal sehen, in was für einer abgedrehten Zeitgeraden ich dieses Mal gelandet bin. Okay, Marty, hab keine Angst. Das ist nur ein paralleles Hill Valley, in dem deine Freundin zu einer Punkrock-Vandalin mutiert ist. Das heißt nicht, dass es hier postapokalyptische Motorradgangs gibt, die von Biff-Klonen angeführt werden. Atme tief durch und denke daran, dass wir Doc finden müssen. So sauber. Guten Morgen, Bürger. Ihnen ebenfalls einen guten Morgen, Bürger. Was geht hier vor, Doc? Oh Mann, mein Hill Valley war nie so hübsch. Immer schön aufpassen, Bürger. Entschuldigung. Mr. Parker? Für Sie Officer Parker, Martin. Nun, was soll das Outfit? Es ist Donnerstag. Ja? Poloshirt Donnerstag. Sie tragen keine Uniform. Das ist eine Verletzung der Bürgerverordnung 9EEE. Außerdem tragen Sie Ihre Kennung nicht. Das ist ein direkter Verstoß gegen Verordnung WB714. Was haben Sie vor, Bürger? Poloshirt? Haben Sie einen Sitzen, Bürger? Hände hoch und Beine auseinander! Hey, was tun Sie da? Ruhe! Halten Sie still! Nichts. Was haben Sie heute vor, McFly? Können Sie mir sagen, wo ich Doc, Bürger Brown finde? Sicher, dass du ein Einserschüler bist? Was denkst du, wo er um diese Zeit ist? Arbeiten? Genau, er arbeitet im Rathaus. Heftig.
Warum filzen Sie mich? Glauben Sie, ich habe eine Waffe? Waffen, Schmuggelware. Schmuggelware? Du weißt schon. Alkohol, Kippen, Kaugummi, Hunde, Kaugummi Gummibärchen. Komm schon, McFly. Du weißt genau, dass die Unkenntnis der Bürgerverordnung 2XM keine Entschuldigung ist. Haben Sie Jennifer gesehen? Was geht dich das an? Sie hat doch mit dir Schluss gemacht. Ja, darüber muss ich mit ihr reden. Viel Glück bei der Suche. Gewöhnlich sehe ich sie nur, wenn sie Strafpunkte für ihre Kunst bekommt. Seit wann sind Sie Polizist? Ich dachte, Sie wären Schuhverkäufer. Hast du was genommen? Ich war schon immer Polizist, wie mein Vater. Na toll, ich habe aus Jennifers Dad einen Cop gemacht. Ich muss wieder auf Streife. Wirst du mir heute Ärger machen? Nein. Nein, was? Nein, Sir. Genau, Bürger. Nehmen Sie Abstand von der Decyclingtonne, Bürger. Decycling? Als Endlagerplatz sämtlicher in Hill Valley konfiszierter Schmuggelware stellt die Decyclingtonne sicher, dass entsorgte sozialtoxische Gegenstände nie wieder und in keiner Form in die Hände der Allgemeinheit zurückfinden. Verstehe, hier endet also das ganze coole Zeug. Wenn Sie mit cool gefährlich meinen, haben Sie recht. Hill Valley Rathaus. Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Bürger? Ich muss Doc sprechen. Bürger Brown. Haben Sie einen Termin? Nein, aber... Tut mir leid, dann müssen Sie warten, bis Sie an der Reihe sind. Bürger Brown ist ein sehr beschäftigter Mann. Diese Stimme kommt mir bekannt vor. Biff? Doc? Doc, warte! Ich muss mit Ihnen reden. Biff? Hey! Du bist der Jüngste von George und Lorraine! Martin, stimmt's? Was, du kennst mich nicht? Nur vom Hören. 3 Monate in Folge Brown Kadett des Monats. Beeindruckend! Bist du am Bürger Plus Programm interessiert? Hör zu, Biff. Das Auto, aus dem du ausgestiegen bist, war da Doc Brown drin? Ha! Doc! Das sollte sein neuer Spitzname werden. Aber ja! Das war Bürger Brown. Was für ein beeindruckender Mann. Wie konntest du ihn treffen? Er scheint so beschäftigt. Das stimmt, Martin. Bürger Brown ist ein sehr, sehr beschäftigter Mann. Aber glücklicherweise, unglücklicherweise bin ich ein Sonderfall. Weißt du, Martin, ich war ein schwarzes Schaf. Ein echter Mistkerl. Du? Ein Mistkerl? Nein. Was soll ich sagen, Martin? Ich hatte immer Ärger. Zu viel Ärger. Sei es mit dem Alkohol, den Partys, den Frauen. Sogar meine Hunde machten einen Haufen Ärger. Haufen? Verstehst du? Ja. Was hat das mit Bürger Brown zu tun? Nun, nachdem ich so viele Schwierigkeiten gemacht hatte, wurde ich Bürger Brown vorgeführt. Man stellte mir ein Ultimatum. Bürger Plus oder Knast. Was ist dieses Bürger Plus? Das ist Bürger Browns neues Umerziehungsprogramm. Und ich bin der erste von Hill Valleys Bürger Plus. Plusse. Plussen?
Ich möchte mehr über Bürger Plus wissen. Und ich kann es nicht erwarten, dir davon zu erzählen. Habe ich die Klasse Digitaluhr erwähnt, die man bei dem Programm bekommt? Du hast gesagt, man bekommt eine Uhr. Oh, ein echt tolles Teil. Sieh dir nur diese topmoderne Uhr an. Sie hat alle möglichen Spezialfunktionen einprogrammiert. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie man die Zeit einstellt. Aber ein kluger Junge wie du schafft das sicher problemlos. Das ist doch freiwillig, oder? Ja, das Pilotprogramm schon. Aber irgendwann wird es Vorschrift für alle. Vorschrift? Bist du verrückt? Nein, ich war verrückt. Doch dank dem Bürger-Plus-Programm bin ich jetzt wahrscheinlich der vernünftigste Typ in Hill Valley. Was muss man tun, um ein Bürger-Plus zu werden? Zuerst bewirbst du dich. Sie machen eine medizinische Untersuchung und du musst einen Stapel Verträge unterschreiben. Klingt jetzt schon langweilig. Dann bekommst du einen Termin bei Bürger Brown. In etwa 2 Jahren. 2 Jahre? Er hat viel damit zu tun, sich um Hill Valley zu kümmern. Er ändert seine Pläne nur dann, wenn irgend so ein Irrer herumläuft und üble Sachen anstellt. Zum Glück passiert das praktisch nie. Was ist denn eigentlich der Sinn von Bürger Plus? Einem anständigen Bürger wie dir fällt es vielleicht nicht so auf, aber die Hypnotherapie hilft dabei, den Drang zum Brechen von Regeln zu unterdrücken. Wow. Hypnotherapie? Ja klar, Marty. Dadurch kommt die Gehorsamkeit von allein. Gehorsamkeit? Ist das so eine Art Gehirnwäsche? So könnte man das nennen. Alle schmutzigen Gedanken werden dir aus der Rübe gewaschen. Na gut, reden wir erstmal nicht mehr über Bürger Plus. Okay. Wenn ich all die üblen Dinge tue, die du immer getan hast, ob ich dann wohl zu Bürger Brown gehen könnte? Bestimmt. Aber was willst du damit bezwecken? Also, all die schlimmen Dinge, die du getan hast. Ach, ich denke wirklich ungern an die Vergangenheit zurück. Aber gut, wenn es dir bei deiner Entscheidung zum Bürger-Plus-Programm hilft. Du sagtest etwas von Alkohol? Bier, Rum, Whisky, Bowle, das habe ich alles getrunken. Nicht nur getrunken, ich habe es auch nach Hill Valley geschmuggelt. Ganz der Vater, nicht wahr? Für so einen Spruch hätte ich deinen Vater umgehauen. Aber ja, schätze, ich bin in Papas dreckige Fußstapfen getreten. Also, dann gibt es keinen Fusel in Hill Valley? Nein. Sicher versucht hin und wieder jemand einen reinzuschmuggeln, aber Polizisten wie Officer Parker da drüben fangen sie früher oder später. Du hattest Ärger wegen der Hunde? Du hast doch keine Hundekämpfe veranstaltet, oder? Nein, so schlimm war es nicht. Ich hatte einfach viele Hunde. Was ist daran falsch? Nichts. Außer, dass sie die Nachbarn die ganze Zeit wach hielten, alte Leute ansprangen und alle Eichhörnchen im Park gefressen haben. Ich schäme mich wirklich dafür, dass meine unerzogenen Hunde für das Hundeverbot in Hill Valley verantwortlich sind. Du klingst nicht sehr beschämt. Doch, das bin ich. Sehr, sehr beschämt. Dann gibt es in Hill Valley keine Hunde mehr? Genau. Bürgerin Edna sagt, dass sie Krankheiten verbreiten und Schuhe stehlen. In was für Schwierigkeiten bist du mit Frauen geraten? Waren das Prostituierte? Nein, nichts in der Art. Ich war nur nicht immer sehr diskret, was Zärtlichkeiten angeht. Was? Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit, Martin. Knutschen und so. Das ist verboten? Oh ja. Du hattest echt Ärger wegen Zärtlichkeitsaustausch? Na sicher. Die Browns sagen immer, private Erregung sollte auch privat bleiben. Oder vielleicht ist es auch nur Bürgerin Edna, die das sagt.
Wechseln wir das Thema. Danke. Ich spreche ungern über mein altes, gemeines Ich. Nette Sachen. Wette verloren oder sowas? Was meinst du? Ich trage das Gleiche wie alle anderen. Es ist Poloshirt-Donnerstag. Du, mein Freund, tanzt aus der Reihe. Hab ich schon gehört. Ja, aber morgen ist auch ein Tag. Hawaii-Hemd-Freitag. Toll. Dann brichst du keine Regeln mehr? Ich kann nicht. Durch das Bürger-Plus-Programm ist es für mich körperlich unmöglich. Wie denn das? Ich werde sogar krank, wenn ich versuche, Regeln zu brechen. Wie wirkt sich die Umerziehung aus? Bin immer noch unfähig und unmotiviert, Regeln zu brechen. Hättest du nicht gern ein Bier? Bier fehlt mir schon irgendwie. Ah, wenn ich's mir überlege, bäh. Du warst ein echter Schläger. Das ist jetzt alles vorbei. Dann würdest du dich nicht mal selbst verteidigen? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt könnte. Memme. Ach, du stichelst nur, um es auszutesten. Quäl mich nicht. Ich könnte mich daran gewöhnen. Bitte, Martin, mach mich nicht wütend. Na gut, Biff. Dieses Mal lasse ich dich in Ruhe. Bis später, Biff. Tschüss, Martin. Was hat Jen jetzt vor? Hey, kannst du nicht lesen? Oh, du bist's, McFly. Leech? Hey, mein Fehler. Ich hätte das Schild auf spießig schreiben sollen, damit du es verstehst. Welches Schild? Das Schild, das er soeben einmal zu sich nimmt und eure Spießigkeit ihn ruhen lassen soll.